Ja, servus und willkommen bei Let's Push. Ich bin der Karin und heute bin ich extrem gut gelaunt. Meine gute Laune hat natürlich auch seine Gründe, sind genau gesagt zwei sogar. Eins davon ist dieses Projekt, das wird echt was Geniales, vorausgesetzt es wird so, wie ich es mir vorstelle, ist ja nicht immer der Fall. Den zweiten verrate ich euch dann später. Ich habe vor circa 2,5, 3 Jahren, bevor ich noch YouTube gemacht habe, habe ich diese Werkbänke gebaut, sind sogar zwei und auf der anderen Seite noch eins. Die habe ich aus solchen 10er-Balken gemacht, also 10x10 cm Balken. Und mir sind hier ein paar kleine Reststücke übrig geblieben. Und aus denen habe ich vor, extrem was Geiles zu bauen. So, ich würde aber sagen, wir quatschen nicht so lang herum. Ihr habt ja schon gesehen, wie das Ganze aussehen wird. Ich lasse mich noch überraschen. Ich würde sagen, let's go! So Leute, es ist jetzt einige Tage her, wo ich diese Würfeln ausgeschnitten habe. Ich sage es euch ganz ehrlich, die gefallen mir überhaupt nicht. Erstens, es ist eine Fichte, es schaut fürchterlich aus. Das Ding ist, bevor man baut, hat man ein bestimmtes Bild im Kopf, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Und wenn man dann anfängt zu bauen und sich das anschaut und das mit dem Bild, was man im Kopf hat, überhaupt nicht einstimmt, macht es jetzt für mich keinen Sinn, hier so auf diese Art weiterzumachen. Was nicht heißt, dass ich aufgebe, sondern ich werde jetzt das Ganze einfach umdenken. Ich werde dieses Bild, was ich im Kopf habe, einfach umändern und baue es auf eine andere Art und Weise. Weil am Ende soll es ja dann doch, sicher kann ich es jetzt so mit dem auch bauen, es wird auch fertig sein, es wird auch funktionieren. Nur wenn es mir nicht gefällt, macht das Ganze absolut keinen Sinn. Deshalb werde ich das jetzt umändern, weil es zwar Zeitverschwendung, einen halben Tag habe ich diese Würfel ausgeschnitten. Wie gesagt, gefällt mir überhaupt nicht. Ist auch vielleicht die falsche Holzauswahl gewesen, weil das sind Fichtenbalken, glaube ich. Aber wieso sage ich das jetzt überhaupt? Weil ich hätte am Ende beim Videoschnitt den Teil mit diesen Balken hier einfach weglassen können. Dann hätte es ausgeschaut, als wäre es von Anfang an so geplant gewesen, wie ich es jetzt am Ende bauen werde. Finde ich nicht in Ordnung. Ich habe bis jetzt in meinen Videos immer die Fehler, die ich gemacht habe, auch gezeigt. Und auch sowas gehört dazu, dass man ein Projekt anfängt und es sich in eine Richtung entwickelt, wo man sagt, das macht so keinen Sinn weiterzumachen, man muss das Ganze einfach umändern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich plane das Ganze jetzt um und schneide was anderes zu. Bis gleich. So Leute, was ich jetzt machen muss, ist bei diesen ganzen Rechtecken, was ich ausgeschnitten habe, ein Loch reinzumachen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auch hier erkennen könnt, er ist nicht genau in der Mitte, sondern knapp 7 oder 8 mm auf eine Seite hin versetzt. So, ich habe allerdings 45 Stück hier, wo ich das machen muss. Ja, wenn ich jetzt nur 2, 3 Stück gehabt hätte, könnte ich es jetzt bei jedem anzeichnen, durchbohren. Allerdings bei 45 Stück empfiehlt sich da einfach was zu bauen. Mit bauen meine ich einfach eine kleine Vorrichtung. Sieht in meinem Fall jetzt so aus. Ist jetzt nichts anderes, dass ich 2 Platten einfach hier hingeschraubt habe. Den Effekt, dass ich das hier genau anlehnen kann. Das heißt, ich schiebe es genau an die Ecke hin. Und mein Bohrer passt jetzt genau ins Loch rein. Dauert 5 Minuten das Ganze zu bauen, spart man sich aber im Nachhinein, weil man sich nichts mehr anzeichnen muss, wirklich jede Menge Zeit. Ich mache das jetzt nochmal bei allen und dann schauen wir weiter.
hat es ein bisschen gedauert, aber wir sind soweit. Wie ihr seht, ich habe noch zwei Platten hier zugeschnitten mit jeweils 35 x 35 cm. Löcher sind jetzt überall drin. Was ich noch gemacht habe, ist mein Sägeblatt auf 45 Grad geneigt und mir überall hier noch eine Schräge reingeschnitten, also reingesägt. Dient nur den optischen Zwecken, weil ich mir einbilde, dass es einfach schöner aussieht. So, jetzt wird das Ganze ja irgendwie verbunden. Ich habe mir hier, das ist eine Gewindestange M8 besorgt. Deshalb habe ich hier auch überall 8er Löcher reingemacht, weil die, ich hoffe, dass die durchpassen. Oh ja, passen hier wunderbar rein. Nicht zu locker, nicht zu fest, so gehört sich. Bei der oberen Platte werde ich es jetzt so machen, dass ich so ein... Fällt mal wieder das Wort nicht ein für die Teile. Ihr kennt es bestimmt. Das wird auf einer Seite einfach hineingeschraubt, gedreht. Auf der unteren Platte, quasi auf der Bodenplatte, kann ich das Ganze durchbauen und von unten einfach mit einer Mutter das Ganze dann festschrauben und dann sollte sich das Ganze auch fest zusammenziehen. So in der Theorie, ob es jetzt funktioniert, probieren wir es. So, erste kleine Problem, was ich habe. Wenn ich diese, ich glaube Gewindemuffe heißt das Ganze, wenn ich die hier reindrehe, die ist fast von der Stärke her genauso hoch wie die Platte selbst. Das sind 16 mm Platten. Das wird nicht funktionieren, was ich auf gar keinen Fall will, dass bei der obersten Platte von unten was durchschaut. Also oben soll es komplett glatt sein. Meine Idee ist, dass ich die erste Platte, was ich hier habe, da habe ich schon 4 Löcher reingebohrt, dass ich hier die anschraube und die Gewindemuffe hier drauf befestige. Ich bilde mir ein, das müsste genauso gut funktionieren. Und wenn ich es mir einbilde, dann funktioniert es auch, sicher. Keine Ahnung, ich probiere das jetzt nochmal, dann schauen wir weiter. So schaut das Ganze aus. Ich bin mit dem Ganzen relativ zufrieden, auch wenn die ursprüngliche Idee doch eine andere war. Ihr habt es gesehen, ich habe das Ganze jetzt mit den dünneren Leisten gemacht, waren dann mehrere. Ursprünglich wollte ich das mit den Würfeln machen, auch so ähnlich, dass das Ganze dann wie eine Spirale rauf geht. Dennoch finde ich, schaut es wirklich gut aus. Das Einzige, die Platte oben und unten hätte auf jeden Fall dicker gehört, Minimum das Doppelte, also locker 3 bis 4 cm oben und unten. Und ich glaube, dass es sogar besser ausschauen wird, wenn man das Ganze rund machen würde. Nichtsdestotrotz, ich lasse es so, ihr seht es schon, ich werde das als quasi so ein Beistelltisch für Pflanzen verwenden. Man könnte das Ganze auch als ein normales Beistelltisch verwenden. Ich habe es euch ja am Anfang gesagt, in meinen Videos habe ich bis jetzt so immer gemacht, werde ich auch immer machen. Die Fehler, die ich mache, die zeige ich euch, beziehungsweise wo ich dann im Nachhinein drauf komme. Man könnte es auch anders machen, besser machen, sage ich auch immer dazu. Sollte das einer von euch nachbauen. Ich habe ein M8-Gewinde hier innen verwendet, nimmt es auf jeden Fall M10, schadet sicher nicht, ist das Ganze um einiges stabiler. Die zwei Bretter oben und unten auf jeden Fall mindestens 30 mm machen.
Solltet ihr damit was anderes vorhaben, auf jeden Fall stärkere Platte nehmen und auch die Gewindestange eine stärkere nehmen. Für mich so passt's allemal. Kurz zu diesem Teil hier, was wir ausschaut wie eine Spirale, was nach oben geht. Obwohl ich ursprünglich eigentlich eine andere Idee gehabt habe, finde ich es trotzdem mega geworden, gefällt mir sogar besser als meine ursprüngliche Idee. Kurz zum Thema, ihr habt ja gesehen, ich habe die Löcher, was ich gemacht habe, bei den einzelnen Teilen habe ich ja nicht genau mittig gemacht, sondern so um 7 oder 8 mm rein versetzt. Jetzt wisst ihr auch wieso. Hätte ich das mittig gemacht, wäre das nicht möglich, dass ihr das Ganze wie eine Spirale aufbaut. Deshalb das Loch immer ein Tick auf Seiten versetzen. So viel zu diesem Teil hier. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, irgendwas zu erwähnen. Sollten Fragen auftauchen, ihr wisst das, schreibt das in die Kommentare rein. Beziehungsweise generell eure Meinung. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Wie gefällt es euch? Gefällt es euch nicht? Schreibt mir das alles unten in die Kommentare rein. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind und ihr leidenschaftliche Bastler, Heimwerker seid, gerne mit Holz arbeiten tut und euch solche Projekte gefallen als Inspiration, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr in Zukunft auch keines meiner Videos mehr verpassen. Für dieses Video war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer bleibt nur noch eins zu sagen. Bis die Tage. Ciao, ciao.